Und da sind wir wieder zurück, nachdem wir die so komische Nummer von Shio gefunden haben. Neun, neun, sieben. Sechs, eins, acht, zwei, fünf, zwei. Hallo, wo landen wir jetzt? Krankenhaus. Ja, habe ich recht. Du hast Mobiltelefon erhalten. Hm? Aufnahme fehlt. Okay. Aber wir müssen deine Kleider aufschneiden. Tut dir außer deinem Bein noch was weh? Wie ist es hier? Zugang liegt. Wir kontrollieren jetzt deinen Blutdruck. Bring mir die Kamera. Wir müssen Bilder von ihrem linken Bein machen. Und vergleiche für mich auch die Blutproben. Lebenswichtige Organe? Puls 112, Blutdruck 103 zu 54. Bring mir das Ultraschallgerät, damit wir uns ihren Magen ansehen können. Ich möchte auch eine CT-Untersuchung ihres Kopfes durchführen. Du hast ja dein Schienbein gebrochen. Wir müssen es reparieren, sobald es abgeschwollen ist. Nett. Eine Akte? Krankenakte. Patientname unleserlich. Ausgerenkte 9. und 10. Rippe. Mit Verband ruhiggestellt. Fortschritt wird überwacht. Gebrochenes linkes Schienbein. Draht einführen, wenn Schwellung abgeklungen ist. CT-Untersuchungen zeigen nichts Ungewöhnliches. Hinweise auf stumpfes Schädeltrauma. Mein linkes Schienbein? Also, warst du das Mädchen da? Rin. Und da ging die Tür auf. Hallo? Keiner da? Mensch, Leute, ihr spielt am helllichten Tag. Und dann erschreckt ihr mich so. Hi, wer bist du? Dieser Geist, ruft er mich zu sich? Wir rufen sie das auf jeden Fall nicht aus. Da steht sie. Da steht sie. Dann mal da rein. Habe ich viele Freunde gefunden. Seitdem ich im Krankenhaus bin, habe ich keine Freunde mehr gehabt. Das ist
ist ein gutes Gefühl. Hey, ich bin doch dein Freund, oder? Natürlich. Ein sehr guter Freund. Aber ich wollte auch Freunde in meinem Alter. Ja, es ist sehr wichtig, Freunde in deinem Alter zu haben. Was hat sich gut angefühlt, keine Freunde zu haben oder Freunde zu haben? Das war jetzt unschlüssig. Ah, da liegt was. Telefonnummern Memo. Shio Kishi, wir die wir vorhin getroffen haben. Okay. Rufen wir da jetzt schon an oder gehen wir erst ein bisschen den. Mal gucken, ob der Geist wieder auftaucht. Nee, anscheinend nicht. Gehen wir mal wieder zur Treppe. Aber hier ist sie auch nicht. Dann rufen wir an. Also, Shio Kishibe 997. Und wo landen wir jetzt? Ja, Schritte. Wir speichern mal kurz. Nach, wer da oben rumläuft. Wo geht's denn hier lang? Nein, hier ist keine Treppe. Hier. Hier ist jemand. Gut erkannt. An solchem Ort? Man muss jetzt unbedingt hier die Taschenlampe ausgeben. Da sitzt jemand. Jetzt ist er weg. Er ist verschwunden. Sieht aber eher aus wie ein Mädchen. Ich kann im Dunkeln nicht gut sehen. Okay. Wenn ich die Kerze entzünde, kann ich sie vielleicht anstatt einer Taschenlampe benutzen. Das brauche ich aber erstmal was zum Entzünden. Vielleicht finden wir irgendwo ein Feuerzeug oder. Oder Streichhölzer. Hölzer gefunden. Gut. Dann holen wir uns die Kerze. Kerzen sind. Ja. Die Kerzen mitnehmen? Ja.
Tut mir leid, ich werde mir das hier ausleihen. Eine kleine Glühbirne brennt. Ja, und die hätten wir uns natürlich nie mitnehmen können. Ach so, was lag denn da eigentlich auf dem Boden? Ein Foto des Verstorbenen ist heruntergefallen und gerissen. Okay. Michios Brief. Liebe Shio, tut mir leid, dass ich so eine Belastung für dich bin. In letzter Zeit ist es kälter, was deinem Knie sicher nicht zuträglich ist. Du musst mich nicht unbedingt besuchen. Gestern habe ich ein nettes Mädchen kennengelernt. Sie wohnt über mir. Ich habe sie auf dem Dach getroffen, als ich frische Luft schnappen wollte und wir haben uns unterhalten. Jetzt besucht sie mich in meinem Zimmer. Ich fühle mich wie mit einer neuen Enkelin. Ich möchte dich ihr vorstellen, wenn du das nächste Mal hier bist. Mach's gut, Michio. Okay, dann schien Shio vielleicht der Mann von... Es scheint sich um einen Bilderrahmen zu handeln, wirklich. Vielleicht ist Michio der Mann von Shio. Diese Frau kommt mir bekannt vor. Ja, das ist Shio. Da. Weiß. Oh. Das Telefon. Unheimlich sieht ja aus, was vom hier, der. Ah, da liegt was. Holzstück erhalten. Was ist das? Gute Frage, nächste Fragerin. Telefon. Du hast gesagt, dass du mich zum Spielen nimmst, wenn ich aus dem Krankenhaus raus bin. Das muss das Mädchen sein. Alle lassen mich allein. Ich bin immer allein. Schön. Okay, das ist das kleine Mädchen, was uns da ständig anruft. Vielleicht das, was wir auch in der Schule getroffen haben. Ja? Oh ja, es ist das Mädchen, was wir in der Schule getroffen haben. Oh oh. Eine häufig verwendete Waschmaschine. Dann ist das wahrscheinlich das Bad. Hä? Oh. Bist du? Überall Geister. Oh. Wer liegt denn da? Michio. Zum Öffnen muss ich das Rätsel lösen. Okay. Das ging aber schnell. Was ist darin? Eine Postkarte? Liebe Frau Shio Kishibe, ich wollte Ihnen mal wieder einen Brief schreiben. Die Zeit vergeht wie im Flug, oder? In letzter Zeit war es heiß, aber ich hoffe, es geht Ihnen gut. Vielleicht möchten Sie für eine Prüfung ins Krankenhaus kommen. Falls Ihnen das nicht zusagt, können Sie sich gerne persönlich mit mir in Verbindung setzen. Hier sind meine Kontaktdaten. Dies ist meine persönliche Mobiltelefon. Mein persönliches Mobiltelefon. Sie können mich also jederzeit anrufen. 997-116-286. Alles Gute, Kyoko Hibino. Okay, rufen wir mal an. Kyoko Hibino kommt mir bekannt vor.
Okay. Wanderung abgeschlossen. Okay, Leute. Und damit beenden wir auch wieder die Folge. Das heißt dann eben... Speichern. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.